Mich begeistern vor allem die Kinder. Natürlich die Kinder, und es ist so schön, sie wachsen zu sehen, also jetzt nicht auf die Körpergröße bezogen, obwohl das auch schon cool ist, aber vor allem, sie entwickeln sich einfach jeden Tag weiter. Es passiert so unglaublich viel und wie schnell sie auch neue Sachen lernen. Also ja, es ist Wahnsinn, es ist so schön und ja, ich liebe es. Leadership im Kindergarten. Was besonders wichtig ist, ist die Beziehung. Erstmal, die Grundlage für Leadership im Kindergarten ist für mich auf jeden Fall die Beziehung zu den Kindern, aber auch zum gesamten Team. Und dann kann man ansetzen, dann kann man in der Gruppe stehen und die Kinder beobachten und herausfinden, was sie brauchen. Also Leadership ist, ja, eben mit der potenzialfokussierten Brille reinzugehen, die Potenziale hervorzuheben, aber eben auch zu schauen, wo brauchen die Kinder noch besonders Unterstützung und was kann ich tun, dass sie sich noch mehr entwickeln. Das machen sie sowieso, aber dass ich ihnen noch dabei helfen kann und ihnen eben auch Zutrauen in sich selber schenken kann, aber auch Zutrauen in mich selber. Ja, und selbstbewusst im Kindergarten zu stehen und hinter meinen Entscheidungen zu stehen und die auch begründen zu können, vom Team, vor allen anderen dann auch.